Name ist Yannick und ich werde euch heute etwas über meine Arbeit in der Landesmusikakademie Hessen erzählen. Kommt rein! Hauptsächlich hier an der Rezeption tätig. Hier bin ich zuständig für das Telefon, die Postbearbeitung und die E-Mails. Und ich bin auch hier Ansprechperson für unsere Gäste im Haus. Darüber hinaus arbeite ich als flexible Arbeitskraft zusammen mit der Buchhaltung, der Fortbildungsabteilung und den Hausmeistern zusammen. So habe ich halt hier eine zentrale Position und bekomme von allem etwas mit. Das Beste an meinem FSJ sind auf jeden Fall die wohlwollenden Kollegen und das schöne Umfeld hier in Schlitz. Ich kann darüber hinaus auch die vielen Angebote der LMAH nutzen. Ich kann zum Beispiel die ganzen Konzerte besuchen. Und dann gibt es noch Sachen von der LKB, das ist der Trägerverein des FSJs. Die veranstalten im Jahr Bildungstage, Seminare und Regionaltage. Da kann ich die anderen Freiwilligen kennenlernen. Das finde ich ganz toll. Ich habe da so viele coole Leute kennengelernt und ich habe da auch ganz viel Spaß gehabt. Also ich mache ein FSJ, um selbstständiger zu werden, mich selber zu organisieren in einem neuen Umfeld, wo ich vorher noch nicht gelebt und gearbeitet habe. Ich wollte mir auch ein Jahr Zeit geben vor meinem Studium, um dort eben zu schauen, was kann ich schon gut, was kann ich noch nicht so gut. Und ich fand das auch wichtig, dass ich einfach mal von zu Hause wegkomme und mal schaue, wie ich in einem neuen Umfeld klarkomme. Ich wollte auch in den Betrieb reinschnuppern mal, ohne Leistungsdruck, das war mir ganz wichtig. Und es ist auch ganz cool, einfach mal was Neues auszuprobieren und zu schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, ich möchte professioneller Musiker werden. Ich konnte während meines FSJs auch schon schauen, wo ich studieren will, wo ich eventuell dann weitermachen werde. Ich konnte mich auch schon ein bisschen darauf vorbereiten. Das fand ich toll. Und ich habe auch wichtige Soft Skills erlernt, eben die ganz wichtig sind im Berufsalltag eines professionellen Musikers. Würde ich sagen, dass das Jahr sich mega gelohnt hat. Ich habe super viele neue Leute kennengelernt und ich habe auch wirklich viel dazugelernt. Ich bin selbstständiger geworden, ich habe gelernt, mich selber zu organisieren und ich konnte mich auch schon auf mein Studium vorbereiten. Also, probiert's aus!